Calcio Berlin Wahlkampf. Gute, da sind wir wieder in Originalbesetzung. Ja. Ja, eigentlich nur eine Woche nicht gewesen, aber wir haben natürlich für Weihnachten und Neujahr vorproduziert gehabt. Das heißt, wir haben lange keinen verdammt Wahlkampf lang gemacht. Verdammt lang her. So, das wollen wir heute wieder machen. Wir klären wieder wichtige Fragen des Fußballs, damit ihr davon keine Folge verpasst. Gerne den Kanal abonnieren. Was geht bei euch ab? Wie geht's euch? Die Genossen Levinson und Kröger sind am Start. Ja, Hallöchen. Ja. Ich nasale noch ein wenig, aber die Ausläufer davon. Stimmt, wir sehen dich das erste Mal diese Woche. Ja. Ihr seht mich das erste Mal diese Woche tatsächlich, ja. Ich habe mich aufgerafft, ich habe mich fit spritzen lassen für diese Folge Wahlkampf 4. Ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich bin heiß drauf. Weil das Thema ist tatsächlich sehr, sehr gut. Das Thema ist gut. Was ist denn das Thema? Das Thema ist, wer ist die größte Trainernation der Fußballgeschichte? Also, warum glaubst du hier so verstohlen rüber? Ob du schon spinksen würdest von mir auf meinen Blatt. Nee, ich sehe nichts. Ja, die größte Trainernation suchen wir. Das heißt, welches Land hat einfach den größten, was auch immer, die besten Trainer-Output. Trainer-Output, Trainererfolge, das kann man ja auslegen, wie man möchte. Aber wir suchen einfach krasse Trainernationen. Ich brauche nicht spicken, ich weiß schon, was ihr habt. Ja, also ich meine, am Ende des Tages, bevor wir reingehen, für mich gibt es eigentlich nur 4 Nationen, die heute vorgestellt werden können. Ja, aber lass danach mal sprechen. Ja, 4. Ich finde auch 4. Ja. Ja, weil eine von denen ist ein bisschen under the radar super erfolgreich gewesen. Und da war ich selbst überrascht, weil ich habe aus dem Bauch raus eingereicht. Komm, hier, greif zu. Ja. Nicht lang schnacken. Überall in Nacken. Ich bin auf der 1. Ich bin die 3. Alter. Dö. Endlich nochmal die 3, lange, lange her. Ja, verdammt lang. Das ist ein Banger-Song. Ja. Ich habe Wolfgang Niedecken wird ja auch als der deutsche Bob Dylan. Den Teil, den ich gerade so awkward dir, noch hinterher gesungen habe. Nein, wirklich. Hab. Von dir. Nein. Er ist halt wirklich ein begabter Songwriter. Ich glaube dir das komplett. Ich habe den. Von was? Ich weiß nicht, wer Wolfgang Niedecken sonst so ist. Ich habe keine Ahnung. Also, das glaube ich dir. Den Teil, den ich gerade noch so awkward hinterher gesungen habe, war auch noch falsch, ist mir danach eingefallen. Egal. Ich habe mich sehr geschämt, aber man hat es mir nicht angesehen. Egal. Ich bin auf der 1 und ich bin auch bereit anzufangen, wenn ihr das machen wollt. Aber deutscher du willst Bob noch Dylan? Gibt sogar ein Buch, Wolfgang Niedecken über Bob Dylan. Ja, nicht andersrum. Wenn Bob Dylan über Wolfgang Niedecken geschrieben hätte, das wäre eine Meldung. Meine deutsche Bruder. Dann, das wäre eine Geschichte. My German brother. Ja. Nee, Wer muss anfangen? Ich fange an und ich bin bereit. Ja, dann bringe ich dich auch mal rein. Die Uhr kann ich auch machen. Ja. Und ich sage, die Uhr ist bereit für dich. Bist du bereit für die Uhr? Ja. 3, 2, 1, bitte. Die besten Trainer der Welt kommen aus Spanien. Ein Wettanbieter, dessen Namen wir aus werberechtlichen Gründen natürlich nicht nennen werden, gab im Jahr 2022 eine Studie im Auftrag, um genau diese Frage zu klären. Und die Antwort war Spanien. 6 spanische Trainer konnten seit 2010, das war jetzt für diese Studie der Umfang, Top-Liga-Titel gewinnen. Von Guardiolas unzähligen Titeln in 3 von 4 der größten Ligen der Welt, über Unai Emerys Erfolge in Frankreich in der Europa League hin zu Luis Enriques großartigen Erfolgen. Historisch haben nur italienische Trainer mehr Champions-League-Siege eingefahren und da auch nur einen einzigen. In der Europa League ist das Ganze noch deutlicher. 13 Titel, inklusive UEFA Cup, gehen nach Spanien auf Platz 2, Italien mit 10. Platz 1 in der Erfolg Trainertabelle, ein Spanier. Platz 3, 3 Spanier mit 2 Titeln. Spanien hat als Nation, vielleicht international, nicht den Erfolg gehabt, den andere Nationen vorweisen können, doch alle anderen Statistiken sprechen eine deutliche Sprache. Die beste Trainernation der Welt ist Spanien. 57 Sekunden. Yes. Also, du hast ja Krümel vor der 2. Da lecker. Kannst du noch draufbleiben. Lecker, lecker. Ah, ich bin Zweiter. Ja, yes. Gut, wir verbieten uns ja hier das Kommentieren, deswegen gehen wir direkt über zu deinem Case. Ja, bitte. Ja. Und sagen 3, 2, 1, los. Heute braucht es keinen kreativen Vortrag, kein Gedicht, keinen Songtext, keine lustigen Anekdoten oder Zitate. Heute braucht es nur eins, nämlich Fakten. Und die habe ich. Keine Trainernation hat so viele europäische Pokale gewonnen wie Italien. Keine Trainernation hat die Champions League so häufig gewonnen wie Italien. Keine Nation stellt mehr nicht-britische Meistertrainer in der Premier League als Italien. Keine Nation stellt mehr nicht-deutsche Meistertrainer in der Bundesliga als Italien. Carlo Ancelotti, der einzige vierfache Champions League-Sieger und der einzige Meistertrainer in allen Top 5 Ligen. Giovanni Trapattoni mit 23 Titeln, einer der erfolgreichsten und mit Mourinho der einzige Trainer mit 5 europäischen Pokalsiegen. Vittorio Pozzo, der einzige Trainer, der 2-mal Weltmeister wurde. Marcello Lippi, Champions League und Weltmeistertrainer, Fabio Capello, Antonio Conte, Claudio Ranieri, Roberto Mancini und nicht zu vergessen Arrigo Sacchi, ohne den der Fußball heute nicht so wäre, wie er ist. Die beste Trainernation der Fußballgeschichte ist Italien.
Si, okay. Niklas Lewin, Sohn, bist du auch ready? Ich gehe jetzt. Du gehst jetzt, ja. Ich muss was trinken. Okay. Ich habe eine Broschenwalz. Okay, Niklas Lewin geht raus. Wir machen hier einen kurzen Schnitt. Nö, das sitzen wir aus. Okay. Was denkst du, was er mitbringt? Deutschland. Ja, also mich würde nicht überraschen, wenn er was Verrücktes macht. Und weißt du, was ein verrückter Pick wäre? Niederlande. Schottland. Nein. Doch, die haben in England viel Erfolg gehabt. Alex Ferguson ist Schotte. Die hatten auch früh. Ja, ja, ich weiß. Ich sag dir, das ist mein Pick. Hier ist nichts. Hier ist die Stoppuhr. Ich kann nichts sehen. Mein Tipp ist Schottland. Nein. So. Wir haben hier Predictions abgegeben, heimlich. Das ist die größte. Du meinst, der deutsch sprudelnde Mate ist jetzt die beste Option vor so einem Case? Ich habe einfach panisch gegriffen. Irgendwas panisch gegriffen und das war die erstbeste Flasche, die ich gefunden habe. Ich wollte jetzt kein alkoholfreies Bier aufmachen jetzt um die Zeit. Ja. Nee, ich muss das jetzt machen, sonst wäre das ein Problem geworden. Bist du ready, jetzt wo du getrunken hast? Ja, ich versuch's zumindest, ja. Dann, wenn du hängen bleibst, wenn du dich verhaspelst, dann geben wir dir eine krankheitsbedingte Sekunde mehr. Aber Niklas Lewinson, die beste Trainernation aller Zeiten ist? Udo Latte, Kankes Jupp, Champions League, UEFA Cup, Gladbach, München und Madrid, alle jubeln mit. Pep ist schlau, wir sind schlauer, keiner kann's wie Beckenbauer, Julius Caesar, Lorbeerkranz, Rest in Peace, Kaiser Franz. Der Mann namens Ottmar H. darf nicht fehlen, ist doch klar, Titelträume wurden wahr, Hitzfeld ist ein Superstar. Herkules, Rehakles, Griechenland hat Fußballfest, Europameister 04, sowas schaffte keiner hier. Das sind die deutschen Trainer, keiner kann sie ficken, ja das könnt ihr knicken. Das sind die deutschen Trainer, sie werden weiter siegen, bleibt jetzt einfach liegen. Liverpool, Champions League gegen Tottenham, der Sieg am Ende ist der hochverdient, auch für Jürgen Klopp. FC Bayern, Hansi Flick, Barca 8-2 gefickt und am Ende auch noch den Henkelpott geholt. Gleiches Jahr, Jürgen Klopp, Liverpool als Robocop, 99 Punkte Job, wer ist jetzt der Flop? Ja, darauf, schau mal an, wieder ist ein Deutscher dran. Thomas Tuchel heißt der Mann, der es auch mit Chelsea kann. Das sind die deutschen Trainer, keiner kann sie ficken, ja, das könnt ihr knicken. Das sind die deutschen Trainer, sie werden weiter siegen, bleibt jetzt einfach liegen. Sehr gut. Der Applaus ist jetzt noch nicht inhaltlich, nein, sondern der Applaus ist für den Case ja. Der sich in die Reihe der besten Wahlkampf-Cases aller Zeiten einreiht. Du hattest zu viel Zeit für den zu schreiben. Ja. Zwischen zwei Staffeln Sopranos gucken, habe ich noch Zeit für einen Case gefunden. Hey, ich wusste nicht, dass du mit sowas kommst, aber mein Intro war passend, deswegen hast du auch so geguckt. Ja. Heute braucht es keinen Songtext. Oh. Ich habe einen Songtext. Ja. Okay, Snaps, Niederlande. Ja. Auf jeden Fall, Louis van Gaal, Johan Cruyff. Das wäre die vierte Nation, genau. Wer ist der? Rinus Michel, genau, ja. Hiddink hat auch noch ein Champions League. Also auf jeden Fall genug, um sie hier als Snap zu nennen. Eine Nation, die natürlich gemessen daran, wie klein sie ist und wie wenig Erfolg die Nation selbst hatte, ist Schottland. Ja. Ne? Schottland ist also Schottland hatte auch vor Sir Alex Ferguson. Ja. Kenny Dalglish, Busby war, glaube ich, auch ein Schotte. Ja. Also wirklich einige sehr, sehr gute schottische Trainer, das muss man echt sagen. Und wenn man halt weiter guckt, ich meine, Brasilien hat 5 WM-Titel gewonnen mit brasilianischen Trainern. Es ist natürlich für uns, wir sind natürlich eurozentristisch, ist vollkommen klar. Selbe gilt für Argentinien, auch die haben eine lange Historie an guten Trainern. Argentinien hat wirklich sehr viele erfolgreiche Trainer, vor allem, wenn man weiter zurückgeht. Portugal ist natürlich relativ alleine unterwegs. Da ist ein Mann alleine unterwegs, aber dafür sehr erfolgreich, logischerweise. Ja, Portugal auch insgesamt, also schon in Ordnung zumindest. Ich finde auch, dass es eine gute Trainernation ist. Schon, also, das sind jetzt wenige, die jetzt die allergrößten Titel gewonnen haben, aber es gibt definitiv gute portugiesische Trainer in verschiedensten Top-Ligen. Ist natürlich auch ein kleines Land letztendlich. Ne? Portugal ist ja jetzt auch keine wahnsinnig große Nation. Ja, okay. Was schreibst du da? Schreibst du noch einen zweiten Case? Nö, ich habe eine WhatsApp-Nachricht beantwortet, ganz ehrlich. Sag ich offen und ehrlich. Nee, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel. Aber Stichwort Brasilianer und die Weltmeistertitel. Ist euch bewusst, dass es nur einen einzigen Trainer gibt, der als Trainer einer anderen Nation als das Land, was er trainiert hat, Europameister oder Weltmeister wurde? Moment, der Satz hat nicht so richtig gemacht. Ja, ich weiß, der Satz war kompliziert. Also jemand, der einen Titel gewonnen hat. Genau. Otto Rehhagel oder was? Ja. Ich habe keinen anderen gefunden. Ich denke gerade nach. Mir würde auch keiner einfallen. Es ist ja auch in der. Und dazu muss man ja auch sagen, dass gerade die großen Fußballnationen außer England, weil die es einfach jahrzehntelang nicht hinbekommen haben, Versagertruppe, jahrelang gesagt hat, die Nationalmannschaft trainiert ein einheimischer Trainer, das gehört sich einfach so. Ja, es gibt halt bei Wikipedia Trainerlisten von den Weltmeistern und Europameistern und nur bei Otto Rehhagel steht bei dem Namen Otto Rehhagel noch eine andere Nation als die Siegernation dabei. Ja.
Das war eigentlich auch schon krass, wenn man jetzt Schottland genannt, dass England in dieser Diskussion nicht wirklich eine Rolle spielt. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen halt der Fluch der Premier League ist, unter dem sie da leiden. Ja. Denn was auch immer du da für ein Rainman-Dokument rausgeholt hast. Aber sind englische Trainer nicht, englische Trainer waren noch niemals hoch angesehen. Doch. Ganz früher. Ich habe eine Handauszählung gemacht, was die Champions League-Titel nach Ländern angeht. Aber Krüggi, die gibt's auch einfach, ne? Komplett. Ich habe sie nicht gefunden. Lass mich in Ruhe. Da hat England mehr gewonnen als die Niederlande. England hatte nämlich früher, als das noch Europapokal der Landesmeister hieß, ich glaube, 5 oder 6 Champions League-Titel haben die hintereinander gewonnen mit unterschiedlichen englischen Trainern. Also sie hatten schon mal eine 7 englische Trainer haben genau. Die Champions League gewonnen. 12 italienische, 11 spanische, 10 deutsche, 7 Engländer, 5 Niederländer, 4 Argentinier, 4 Schotten. Also nicht 4, sondern Titel an die Nation. Ja. Das habe ich auch nachgezählt, wie viele verschiedene Trainer. Da ist Spanien auf Platz 1 mit 8 vor Italien mit 7 auf Platz 2. Ja. Also verschiedene Trainer. Verschiedene Trainer, die die Champions League gewonnen haben. Das müssten ja in Deutschland gewesen sein. Ottmar Hitzfeld, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp und Jupp Heynckes. Nee, da fehlt noch einer. Natürlich fehlt der legendärste Bayern-Trainer aller Zeiten. Kramer, genau. Genau. Oder einer der legendärsten Bayern-Trainer aller Zeiten. Ja, auch 2 Titel gewonnen. Wer? Das war halt 70er Jahre. Das war halt die Zeit, als die Bayern 3-mal in Serie gewonnen haben. Ja. Aus Spanien, damit wir das Ding mal voll machen. Das ist Pep Guardiola inzwischen mit 3 Titeln. Willan Longa, 2-mal mit Real Madrid. Miguel Munoz, 2-mal mit Real Madrid. Vincente del Bosque, 2-mal mit Real Madrid. Also spanische Trainer, die Champions League gewinnen sie auch 2-mal. Wobei Luis Enrique hat ja nicht mit. Nur mit Barca. Nur mit Barca. Ist, 14, 15, ist einfach nicht in der Liste drin, aber akzeptieren wir. Hischiet, Madrid muss mit. Die Frage, die hier auch, glaube ich, sehr relevant für die finale Entscheidung sein dürfte, ist, wie gehen wir mit dem Thema Nationalmannschaft um? Ja. Weil dann muss man ja auch sagen, wenn man das mit reinnimmt, und ich finde, irgendwo hat es einen Platz, ja. Dann gibt es ja auch einfach 7 WM- und EM-Titel, die zum Beispiel auf deutschen Nacken gehen. Ja. Und italienischen. Und auch auf italienischen. Also, genauso. Auch 7 exakt dasselbe? Zweimal Europameister. Ich glaube, sie haben 1 Europameistertitel weniger. Ah ja, die haben 1 weniger. 6, genau. Ja. 6 sind es, ja. Aber sie haben dafür einen Trainer, der 2-mal Weltmeistertrainer war. Richtig. Ja, es ist. Sag mal kurz, wer bitte? Ich weiß es nicht, aber. Habe ich schon gesagt. Ja. Habe ich sie doch genannt. Vittorio, es ist natürlich Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo. Che passa, Porto, 1934 und 38, muss man wissen. Cazzo, Vittorio Pozzo. Passt ein gutes Thema rein. Ich bin gerade in Staffel 4 von Die Sopranos. Ja. Und. Kriegst du dein Gabagoo? Mein Gabagoo? Ja. Was ist das nochmal? Ich glaube, Geld. Geld, schon Gabagoo ist das Geld. Ne? Ja. Was ist das nochmal? Die haben so ein bestimmtes Wort auch für deren Zweitfrauen, so würde ich das nennen. Oh ja, weiß ich nicht. So ein Wort für. Hast du jetzt beide geschaut? Wir haben keine Zweitfrauen, falls das die Frage ist. Nein, ich hab's nicht geschaut. Es ist so lange her bei mir, dass ich wirklich nicht. Ich hab's gesehen, komplett. Hat es bei dir, also ich, mein Gefühl, mein Bauchgefühl ist, dass das alles noch das Klo runtergespült wird, so von dem, was da gut läuft. Ja. Aber hat es bei dir zwischenzeitlich so ein bisschen das Gefühl geweckt von, oh ja, ich hätte auch Bock drauf? Auf jeden Fall. 100%. Zweitfrauen. Organisierte Kriminalität. Ach so, ich brauche nicht mal die Kriminalität, aber ich will mich so anziehen mit diesen extravaganten Klamotten, so italienischer 70er-Jahres-Stil ist ja, würde ich einfach mal beschreiben, keine Ahnung, das kann auch voll Quatsch sein, aber ich würde es mal so beschreiben und mit diesen geilen Kisten herumfahren und einfach sich aufführen wie der Boss. Da habe ich Interesse dran. Ich sehe mich als deutsche Furio. Ja. Das ist meine Rolle. Warum nicht? Ja. Lirum Larum, ja. Also, aber deutsche Trainer mal über den Song hinweg, muss man sagen, die Liste ist ja üppig und lang. Ja. Selbst hier sind ja noch nicht alle vorgekommen. Und wenn es auch um Leute geht, die jetzt nicht die größte Titelsammlung haben, aber also haben wir es gesagt. Weiter, ich mach noch eine Sache. Ja, mach du eine Sache. Saki, der genannt worden ist, der wichtig für den Gesamtfußball war. Das gilt ja auch für Johan Cruyff, das gilt für Pep Guardiola. Aber ich glaube zum Beispiel für modernen Fußball, für Spiel gegen den Ball. Ich glaube schon, dass Ralf Rangnick auch ein wichtiger Wegbereiter von einer großen Komponente des modernen Spiels ist, zum Beispiel. Auf jeden Fall. Der sich aber maßgeblich an Arrigo Sacchi orientiert hat. Aber jeder steht ja auf den Schultern von irgendwem letztendlich. Aber die Argumente war direkt von Arrigo Sacchi beeinflusst. Ja, Guardiola hat nicht auch aus seinem Arsch rausgefunden. Die haben niemand erfindet das neu. Richtig, aber es gibt ja schon die Ersten, die vermehrt auf etwas setzen. Die Ersten werden die Letzten sein, Christoph Krüger. Ja, wenn das Argument ist, was du bringen kannst. Na gut, aber Arrigo Sacchi war der Erste, der vermehrt im Topfußball auf intensives Pressing gesetzt hat. Und Ralf Rangnick hat es halt kombiniert mit anderen Dingen, aber ja.
Otto Reh, das ist, finde ich, also eine der größten Errungenschaften, größten. Also ist ja, haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, die größte Sensation wahrscheinlich. Ja, also Griechenland Europameister ist. Es ist einfach schwierig, dass da irgendwas anderes zu finden. Da kommst du nicht dran vorbei so richtig, finde ich, würde ich zumindest sagen. Drei, das ist ja einfach auch eine numerische Spielerei, aber trotzdem 3 Jahre in Folge mit 3 verschiedenen deutschen Trainern, die mit 3 verschiedenen Vereinen Champions League gewonnen haben, ist auch eine coole Sache. Ja. Von Klopp über Flick über Tuchel. Ja, also, auf jeden Fall. Verstecken muss sich der deutsche Trainerkorpus nicht. Dann geht man ja auch in den Unterbau rein. Gibt ja auch Namen, die eher nationaler bekannter sind. Bruno Labbadia, Dieter Hecking und sowas. Die sind ja auch große Namen. Also von daher alles gute Trainer. Ja, definitiv. Also vor allem, wenn man sich die Welttrainer-Auszeichnung anguckt, die ist schon sehr Deutschland geprägt, muss man sagen. Hat sie mir gerade zugehört? Ja, ja. Ich habe nur währenddessen was gegoogelt. Weil ich habe gerade die Namen genannt. Unterbau, große Namen, Labbadia und Dieter Hecking. Und die hat einfach beide so getan, als ob es das Normalste von der Welt wäre, was ich gerade gesagt habe. Da habe ich wohl gerade überhaupt nicht zugehört. Da habe ich wohl gerade komplett gegoogelt. Zoned out. Nee, ich habe nach Welttrainern gesucht. Ja, Labbadia und Hecking, habe ich gesagt. Ja, stimmt. Ich habe sogar die Namen gehört, aber ich habe leider den Teil davor verpasst. Deswegen wusste ich nicht, was du zu denen gesagt hast. Ja, gut. Ich wollte deinen Case untermauern, nämlich, dass hier die meisten Welttrainer irgendwie Deutsche waren und nur ein Italiener das gewonnen hat. Aber der halt mit einer anderen großen Sensation, wenn wir von Sensationen sprechen, nämlich Leicester in der Premier League, ja, Claudio Ranieri. Das stimmt, ja, das ist auch eine riesengroße Sensation. Die größte Club-Sensation im modernen Fußball. Ja. Wenn man jetzt, und das tun wir nicht, ich will es nur gesagt haben, würden wir jetzt sagen, wir gucken nur aufs 21. Jahrhundert, dann wäre Spanien, glaube ich, weil es ist ein ganz klarer Trend zu erkennen bei spanischen Trainern, gerade was internationalen Erfolg betrifft. Und einer der Gründe dafür ist, es gibt halt 2 Gründe, und die heißen Unai Emery und Pep Guardiola, die einfach gemeinsam inzwischen in den letzten, ich glaube, 12 Jahren 7 internationale Titel gewonnen haben, was schon eine saftige Nummer ist. Historisch vorher ist es eben nur im Land geblieben. Das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Aber da ja auch mit Barcelona und Real Madrid eben 2 der erfolgreichsten Vereine der Welt, die fast immer spanische Trainer haben. Also er fängt ja langsam an, gerated zu sein oder zu werden. Aber wenn man das so hört, wenn man hört, dass der 2. Name neben Guardiola, der das auf seinen Schultern trägt, Unai Emery ist, da hätte man schon, glaube ich, wenn man eine Folge machen würde, der am kriminellsten unterbewertete Trainer, ja, das kann sein, hätte man auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit auch guten Case für Emery machen können. Der hat 4-mal die Europa League gewonnen, dann kommt der nächste Trainer, mit Trapattoni hat er, glaube ich, 3-mal gewonnen, und dann kommt der ganze Rest an absoluten Top-Trainern, die das Ding 2-mal gewonnen haben. 4 for me, 1 for them. So ist Respekt, es. Respekt, Unai Emery. Respekt. Ja. Emery ist halt, wenn man nach internationalen oder europäischen Clubtiteln geht, auf Platz 2 hinter José Mourinho und Giovanni Trapattoni, mit ein paar anderen natürlich noch, Ancelotti, Paisley, Ferguson, Nero, Rocco, aber eben Unai Emery. Natürlich auch eine Mini-Wahrheit, dass natürlich auch das Gesamtprestige UEFA Cup, Europa League nicht dasselbe ist wie Champions League, das muss man fairerweise auch natürlich dazu sagen, aber trotzdem aber gewinnst du den Wettbewerb ja auch nicht im Vorbeigehen, das ist ja auch einfach wahr. Das denke also, ich wohl auch. Ja, aber wir sind dann, also Guardiola, Emery ist klar, wir haben Xabi Alonso noch in der Bundesliga, Iraola ist, glaube ich, der Bournemouth-Trainer, ist auch ein Spanier, ne, aktuell. Ja. Überleg gerade, wo turnen aktuell noch spanische Trainer rum in der großen Liga. Also, das habe ich jetzt einfach nicht recherchiert. Ja, nee, ich habe gerade gefragt, dir da, gefragt, kann ob, dir da tatsächlich wenig zu sagen, wer aktuell sonst noch so unterwegs ist. Aber ja, also ich meine, zumindest kann man ja auch einfach sagen, der einflussreichste Trainer des 21. Jahrhunderts, ich glaube, das kann man sagen, ist Spanier. Der Trainer der vielleicht besten Clubmannschaft aller Zeiten war Spanier, und die Spanier in den 2010er Jahren waren vielleicht eine der besten Nationalmannschaften, die wir jemals gesehen haben. Kleine Klammer, Mikel Arteta natürlich auch. Ja, ich meine, Reola wurde auch entlassen im Sommer. Zählt da auf jeden Fall auch mit rein. Aber ja, also wer ist da jetzt Trainer bei Bournemouth? Ist ein anderer Spanier? Bei den Cherries? Ah, nee, Entschuldigung, ist er nicht? Hä? Warum lügst du, Christoph Krüger? Warum lügt Sky? Ah, nee, Entschuldigung, ich hab Quatsch erzählt. Andoni Iraola. Übrigens noch Jock Stein und Matt Bisby vergessen. Ja, ja, also die schottische Der schottische Trainer-Crop ist komplett irre. Ja. Also muss man wirklich sagen, die haben richtig gute, also vor allem historisch. Genau, historisch. Hat dann irgendwann nachgelassen, ist Alex Ferguson ist der letzte Große, würde ich sagen. Ja. In Summe macht das David Moyes auch total okay. Hat ja auch die Conference League gewonnen mit West Ham unter anderem, aber. Aber wenn man hier die Champions League Winning Managers bei Nationality nochmal durchgeht, Alter, und da sucht One of these things is not like the other. Es ist Italien, Spanien, Deutschland, England, Niederlande, Argentinien, Schottland, Frankreich, Portugal. Da hat Schottland schon eigentlich nichts zu suchen, muss man mal sagen. Nee. Aber was? Wollen wir schon abstimmen, oder? Ja. Wenn ihr euch soweit fühlt? Ich. Wenn ihr das Gefühl habt?
Ich überlege noch für mich, was ist für mich am wichtigsten. Ist für mich einfach nackte Titelmenge am wichtigsten, die Art und Weise der Erfolge, das, was sie für den Fußball getan haben, es ist schwer abzuwiegen. Dann werde ich noch mal ein Argument in meine Richtung versuchen zu bringen, weil Italien bringt ja alles. Also Italien hat zum einen die Titelmenge, die ich genannt habe, die schiere Titelmenge, da kommt, glaube ich, niemand so einfach drüber. Aber natürlich auch den Einfluss. Also es gibt ja mehrere Trainer, gerade dann auch italienische mit, jetzt ist mir der Name entfallen. Welche Italiener haben die Premier League gewonnen, außer Ancelotti? Conte noch? Was? Mit Chelsea? Also außer Ancelotti, ach so. Also Ancelotti, Trapattoni, Marcello Lippi. Moment, Premier League? Ach, Premier League, Entschuldigung. Die habe ich aufgeschrieben und zwar Conte, Ranieri, Ancelotti. Ah, okay, die drei, ja. Was mehr ist als englische Trainer, ne? Nein. Doch. Naja, seit 1993. Ja, genau, seit der einzige englische Trainer. Vorher haben nur Engländer und Schotten gewonnen. Ja. Aber ja, danach gibt es keine Nation, die häufiger vertreten ist. Man darf ja auch bei das ist ja dein Case. Was ich bei euren beiden Cases sagen würde, ist, bei Deutschland gibt es nicht den Trainer, wo ich sagen würde, wenn du den rausnimmst, dann wird der Case signifikant schwächer. Mein Gefühl ist schon, dass bei Ancelotti und bei Guardiola, dass die schon sehr große, also dass die einen großen Teil in ihrem Rucksack haben. Aber im aktuellen. Ja, aber Deutschland Trapattoni hat mehr gewonnen als Ancelotti, ne? Zum Beispiel. Was? Erlaube. Trapattoni hat mehr gewonnen in seiner Karriere. Trapattoni ist komplett anders. Marcello Lippi hat unglaublich viel gewonnen. Wir kennen Labattoni. Bruno Labattoni. Ja, wir kennen ihn halt als den Maueronkel, der bei Stuttgart 18 Mal unentschieden gespielt hat, bis er gefeuert worden ist. Und davon 12 Mal 0-0. Der war halt schon in den 80ern. Genau, der war halt schon richtig alter Hund. Ja. Ich kenne nur David Hasselhoff als Maueronkel. Ich überlege gerade einfach nur aus Interesse, wen man bei deutschen Trainern als absolutes Zentralgestirn haben und sollte. Italien übrigens. Und wahrscheinlich wäre es Udo Lattek vielleicht sogar. Ja, aber oder das stimmt Kramer. Schon, dass du niemanden. Nee, also ich finde bei Italien, ja, wenn du Ancelotti rausnimmst, fehlt ein großer Teil. Wenn du Guardiola rausnimmst, fehlt ein großer Teil bei Spanien. Genau. Ja. Weswegen ich gerade aber nochmal auf die Geschichte gegangen bin. Bis zur Entstehung der Champions League gab es drei deutsche Trainer, die Champions League gewonnen haben. Und fünf italienische. Viel ist halt auch schon davor passiert. Und andere Nationen holen auf jeden Fall auf Italien, finde ich, ist so mein Eindruck. Die waren deutlich größer noch mal in einer anderen Zeit. Simone Inzaghi, der wird kochen. Simone Inzaghi, auf jeden Fall. Gut. Wir stimmen ab. Ja. Wir stimmen ab. Warum liegt hier Brian Lassmeer auf dem Tisch? Vor dem Shopping Guide noch immer. Ja, den habe ich gerade eben hier zufällig gefunden. Lassmeer in Ruhe. Lassmeer die Ruhe. Das ist die Frage, welche Nation das gleich sagen darf, weil sie sich hier zur Nummer 1 kürt. Wer muss anfangen? Ich. Ja. Niklas. Ich muss anfangen. Ja. Die Wahl zwischen zwei großen, das ist nicht beides iberische Nationen, das ist Quatsch. Nee, aber Spanien ist iberisch. Es sind zwei Nationen mit romanischen Sprachen. Das ist, glaube ich, ihre große Verbundenheit. Das verbindet sie. Spanien oder Italien. Ich kann jetzt hier ins Feld führen, ein Argument, das du was du gerne bringst, ist, dass du einfach eine persönliche Abneigung gegen X oder Y hast. Sie existiert bei mir klar und deutlich gegen Pep Guardiola. Und ich finde, er steht zu sehr auf seinen Schultern in meinen Augen. Und ich finde, das Gesamtwerk des italienischen Trainerstamms ist einfach ein kleines bisschen größer. Deswegen habe ich für Italia gestimmt. Okay. Das heißt, du bist dran, Krüger. Die Abneigung Pep Guardiola gegenüber Pep Guardiolas bringt mir eine Stimme. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Für mich war es relativ. Pep. Hatten wir ja schon mal, als ihr Ernst Happel zum besten ausländischen Trainer der Bundesliga-Geschichte gekürt worden ist. Richtigerweise. Der übrigens, kleiner Fun-Fact, zweimal die Champions League gewonnen hat als Coach. Ne? Mhm. Also, Respekt Ernst Happel. Einer der erfolgreichsten Österreicher. Ja. Für mich ist es relativ einfach gewesen, weil ich die schiere Menge an Top-Trainern zu krass finde einfach. Deswegen ist es Deutschland für mich im Vergleich zu Spanien. Okay. Hart gemessen daran, dass Spanien jeden internationalen Titel der Nicht-Nationalmannschaft ist häufiger gewonnen hat als irgendwelche deutschen Trainer. Für mich gut, aber die muss man ja schon mit einbeziehen. Was? Die internationalen? Jo. Ja, kann man machen, aber Deutschland ist doppelt so groß wie Spanien, ne? Italien ist nicht doppelt so groß wie Deutschland. Ganz im Gegenteil. Italien ist kleiner als Deutschland. Italien hat mehr Titel in der Europa League gewonnen, in der Champions League gewonnen und insgesamt historisch gesehen einfach ein paar wichtigere Trainer geliefert, würde ich sagen, als die Deutschen. Und übrigens, das muss ich auch noch sagen, ich kann
komplett mit den jeweils Stimmen leben. Es ist okay für mich. Ich finde, sowohl Italien als auch Deutschland hatten Case, Spanien zu schlagen. Alles sind große Trainernationen. Ja. Es ist einfach so. Die größte, haben wir soeben entschieden, ist die italienische. Italien ist die größte Trainernation der Fußballgeschichte. Herzlichen Glückwunsch dazu. Brego fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, und deswegen heißen wir auch Calcio Berlin. Stimmt. Arrivederci.